Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und wieder zu Squad Battles Elite 1 Rewards. Wir haben ja die zweite Woche zum zweiten Mal Squad Battles Rewards, zum zweiten Mal Elite 1. Ich hoffe zumindest, also ich habe 45.000 Punkte gehabt, bin mir ziemlich sicher, dass es gereicht hat für Elite 1. Und ja, yeah, ich könnte echt was brauchen, ich könnte ein paar Coins gebrauchen, ich habe uns fast 100k, aber ich bin mit meinem Team zurzeit absolut nicht zufrieden. Ich kann es ja kurz einmal herzeigen. Eigentlich nicht so schlecht, wie ich finde, aber ich bin Ossiman, ich weiß nicht, er ist absolut nicht mein Spielertyp. Ich will da umbauen, ich will da beweglichere Spieler rein und es ist sogar einiges tauschbar. Ossiman ist untauschbar, ist eine Karte, was untauschbar ist, aber Musiala, Rabiu, Davis und so, das ist tauschbar, Neuer auch untauschbar, aber ich brauche einfach was Beweglicheres für meinen Spielstil und deswegen gehen wir jetzt rein in Spiele. Hier ist es. Dann auf Squad Battles. Da gibt es jetzt ja 250 K-Packs und yay. Ein paar Münzen oder was Bewegliches vorne, was Spielbares, was Gutes einmal. Weil bis jetzt, ich habe nicht so viel Luck gehabt. Echt. Bis jetzt ist es sehr überschaubar. Aber hier auf Squad Battles Elite 1. Hier sieht man das Ganze jetzt. 250 K-Packs und 22.000 Münzen. 700 EB ist auch nice. Dann gehen wir jetzt rein auf den Shop. Wo ist er? Hier ist er. Shop lädt wieder ein bisschen. Da haben wir es. Ich habe Vorschau-Pack auch noch, glaube ich, oder? Klassische Packs. Ah, nein, doch nicht. Habe ich gestern geöffnet. Na gut, dann gehen wir rein ins erste Pack. Ich will jetzt nicht allzu lange jammern. Das Ganze nicht allzu lange ziehen. Vorher noch, wenn euch das Ganze gefällt, über ein Like, Kommentar und so weiter, würde ich mich riesig freuen. Und schreibt rein, ob ihr auch Squad Battles gezockt habt, vor allem als RTG-Spieler, so wie ich bin, zahlt sich da zurzeit am Anfang extrem aus, weil ein paar Coins gibt es ja doch und 3, 2, 1, komm, gehen wir rein, erste Pack, gönn ihr! England, rechter Verteidiger, was ist denn das? On Inform, okay, Trippier, aber mit 70 Base eher nicht so. Oh, mit 70 Base ist er was wert? Ich bezweifle, dass der irgendwas wert sein wird. Irgendwann einmal, wenn SPCs kommen, dann vielleicht ist ja irgendwas dahinter. Vielleicht ist ja irgendwas dahinter. Und schick. Nö, es ist nichts dahinter. Okay. Na gut, 5 Duplikate. Boah, das war jetzt. Ja, Trippier, aber sonst. Ein 83er. Was ist er wert? Auf jeden Fall unter 20k, da war ein Angebot mit 16k. Naja, da ist nichts, was ich mit meinem Team brauchen könnte. Und jetzt, je, das letzte Bein, komm, bitte. Ich sag ganz lieb bitte, je, mit der Nase. Mit der Nase gehen wir rein, komm. Belgien, ZM. De Bruyne? De Bruyne! Ja! Hätte der können was wert sein, da muss ich kurz auf Football schauen. 91er De Bruyne, aber ist kein Doppel-Walkout. Aber De Bruyne. Footpin. De Bruyne, 91 ist. 80k, ich dachte, der ist mir. Ich dachte, der wird mir um die 100k bringen. Aber nice. Aber nice. Schauen wir, was dahinter. Vielleicht noch ein Mondi, ein Rashford. Lopez, ein Alba. Nö. Aber ich bin zufrieden. Hey, 250 K-Packs, zweimal Walkouts, da kann man echt nicht meckern. Den werde ich verkaufen. Ja, den werde ich verkaufen. Und das Spiel sieht extrem gut aus. Dann werden wir mal schauen, was mit meinem Team passiert. Auf jeden Fall, die kommen jetzt auch in den Verein. Das war's von diesem Video. Und Like, Kommentar, Abo würde ich mich riesig freuen. Ich wünsche euch was. Man sieht, Squad Battles zocken zahlt sich aus. Wenn jetzt euch die 80k dazu reicht, habe ich 200k, dann wird sich schon was ausgeben für mein Team. Und ja, ciao bis dann. Wir sehen uns. Heute vielleicht sogar Stream, sonst morgen. Und baba!